Herzlich willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Nun, um Rebellion soll es auch jetzt wieder gehen, wenn wir uns gemeinsam den Vortrag anschauen, das Bild des Tieres. Wir hatten schon gesehen, dass in der Vergangenheit es diese Rebellion gab, bereits im Himmel ist sie ausgebrochen und sie hat sich auf die Erde ausgebreitet. Und wir haben gesehen, wie das Papsttum aufkam und wie viele Dinge zerstört worden sind auf der Erde. Viele Dinge, die unsere Glaubensfundamente waren, angegriffen worden sind. Und so etwas wird sich in Zukunft wieder ereignen. Wir werden gemeinsam uns den Vortrag anschauen, das Bild des Tieres, und werden heute Zukünftiges sehen. Doch bevor wir in die Bibel hineinschauen, wollen wir gemeinsam mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam wieder studieren dürfen. Und auch jetzt möchten wir dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist bei uns ist, damit du unser Lehrer bist und du uns in dein Wort hineinführst. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun schauen wir uns mal die ersten Texte an. Wir wollen ein Studium machen aus Offenbarung 13. Also schlagen Sie gerne Ihre Bibel mit auf und öffnen Sie das Buch Offenbarung 13. Dort werden wir Vers für Vers durchgehen und wir beginnen mit Vers Nummer 1. Da heißt es: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Nun, hier sehen wir also, dass ein Tier aus dem Meer herauskommt. Also das erste Tier, das wir hier sehen, ist das Tier aus dem Meer. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist das? Woher kennen wir das? Ein Tier, das aus dem Meer kommt, 7 Köpfe, 10 Hörner. Irgendwie kommt uns das doch bekannt vor aus Offenbarung 12. Da war auch so ein Tier mit irgendwie 7 Köpfen. Aber aus dem Meer. Na, wir schauen mal den nächsten Vers an. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also dieses Tier wird jetzt hier beschrieben, wie es aussah. Und es glich einem Panther, einem Bären und irgendwie einem Löwen. Und es bekam die Kraft und die Macht und den Thron von dem Drachen. Nun, irgendwie kommt uns dieses Tier doch bekannt vor. Wir haben ja schon gemeinsam im Buch Daniel das Kapitel 7 studiert und dort wurden doch diese Tiere gezeigt. Wir schauen sie uns mal an. Wenn wir uns erinnern, war das erste Tier ein Löwe mit Adlerflügeln und er symbolisierte das Großreich Babylon. Das zweite Tier, das wir aus Daniel 7 kennen, glich einem Bären. Das war auf einer Seite aufgerichtet und wir haben dieses Tier schon identifiziert als das Weltreich Medo-Persien. Und das dritte Tier, das glich einem Leoparden oder einem Panther, das hatte diese 4 Vogelflügel und auch 4 Köpfe und das war ein Symbol für das Weltreich Griechenland. Das vierte Tier, das hervorkam, das glich einem Drachen vielleicht, das war also ein schreckliches Tier bezeichnet, wir wissen es nicht, wie es genau aussah, aber es hatte diese 10 Hörner und wurde identifiziert als das Römische Reich. Nun, das, was wir jetzt gesehen haben, dieses Tier, das jetzt hier in Offenbarung 13 aus dem Meer hervorkommt, nämlich aus dem Völkermeer entsteht, das scheint irgendwie was mit diesen Tieren zu tun zu haben, denn es sieht recht ähnlich aus. Wir wollen mal eine kleine mathematische Rechnung machen. Also wir schauen mal an, wie viele Hörner und wie viele Köpfe jedes einzelne dieser Tiere in Daniel 7 hat. Also der Löwe hatte wie viele Köpfe und wie viele Hörner? Nun ist es leicht. Der Löwe hat einen Kopf und keine Hörner. Und der Bär, wie viele Köpfe hat er und wie viele Hörner? Der Bär hat ebenfalls einen Kopf und keine Hörner. Und der Leopard, der Panther, das Symbol für Griechenland, das hatte wie viele Köpfe und wie viele Hörner? Das hatte 4 Köpfe und 0 Hörner. Und dieses schreckliche Tier, das am Ende hervorkam, wie viele Köpfe und wie viele Hörner hatte es? Es hatte einen Kopf und 10 Hörner. Und wenn wir jetzt die Köpfe und die Hörner zusammenrechnen, dann kommen wir darauf, dass hier 7 Köpfe und 10 Hörner abgebildet sind. Und das sieht doch schon sehr, sehr ähnlich aus wie das Tier, das wir aus Offenbarung 13 kennen. Also es scheint eine Chimäre zu sein aus den Tieren aus Daniel 7. Und das Interessante an diesem Tier, es hatte die Kronen auf den Hörnern. In Offenbarung 12 haben wir gesehen, dass dort ein Drache mit 7 Häuptern abgebildet war. Und er trug die Kronen auf den Häuptern. Jetzt sind aber die Kronen auf den Hörnern.
Das heißt, wir können schon ungefähr sagen, in welcher Zeit wir uns befinden, denn dieses Tier war ja ein Symbol für die verschiedenen Weltreiche, die kommen. Jetzt sind aber die Kronen nicht mehr auf den Köpfen, sondern auf den Hörnern. Das heißt, wir müssen zur Zeit der Völkerwanderung sein, also irgendwo so im Jahre zwischen 300 und vielleicht 500 nach Christus. Irgendwo in dieser Zeit, als die 10 Stämme damals regierten. Nun, in dieser Zeit ist einiges Bemerkenswertes passiert. Wir schauen nochmal hinein in unseren Bibeltext, Offenbarung 13, 1 und 2. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung? Erkennen wir das nicht auch aus Daniel 7? Gab es da nicht auch irgendetwas, was gelästert hatte? Da war auch etwas auf dem Kopf, was gelästert hatte, nämlich ein kleines Horn erwuchs da. In Daniel 7, Vers 25 können wir es sehen. Da heißt es, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und dieses kleine Horn, das wir aus Daniel 7 kennen, das hatten wir bereits identifiziert und wissen, es steht für das Papsttum. Das Papsttum kam auf und es lästert. Und es heißt, es wird regieren für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wir kennen diese Zeitspanne, diese 1260 Jahre bereits. Interessanterweise, von wem erhält es eigentlich seinen Thron, seine Macht? Der Bibeltext sagte vom Drachen. Und der Drache, das war der Teufel. Wir möchten mal gemeinsam in Offenbarung 2 hineinschauen, da wo die 7 Gemeinden dargestellt werden. Und da gucken wir uns mal 2 dieser Gemeinden an, die in dieser Zeit spielen, in dieser Zeit, als diese 10 Hörner da waren. Also nach der ersten Gemeinde. Wir gucken uns die zweite und die dritte Gemeinde einmal an. Offenbarung 2, Vers 9. Hier wird über die Gemeinde Smyrna gesprochen. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Nun, hier wird die Gemeinde Smyrna beschrieben. Und die Gemeinde Smyrna ist in der Offenbarung die zweite Gemeinde. Nach Ephesus kommt Smyrna. Und die Theologen nehmen heute an, dass diese Gemeinde die Zeit darstellt zwischen 100 und 313 nach Christus. Die Gemeinde Ephesus war die erste, 31 bis 100, bis der letzte Apostel starb. Und von da an kommt die zweite Gemeinde, Smyrna, von 100 bis 313. Das können wir relativ genau sagen, da wir die Verfolgung unter Diokletian kennen. Nun, in dieser Gemeinde, über diese Gemeinde wird jetzt geschrieben, dass in dieser Gemeinde Juden seien oder die sich als solche ausgeben, es aber gar nicht sind. Nun, es scheint also Menschen in dieser Gemeinde gegeben zu haben, die behaupten, sie gehören zu Gottes Volk, gehören aber gar nicht dazu. Also sie sind Heuchler. So etwas, was wir auch schon gesehen hatten in der ersten Gemeinde durch Simon Magus. Und scheinbar gibt es in dieser Gemeinde genau solche Menschen. Sie behaupten, sie gehören zum Volk Gottes, gehören aber gar nicht dazu. Sie sind eine Synagoge des Satans. Nun, eine Synagoge ist ein Platz der Anbetung, so etwas wie eine Kirche. Eine Synagoge des Satans. Also es scheint so, es wäre eine Gemeinde des Teufels. So sieht es hier aus. Das war die Gemeinde Smyrna. Da wird sie genannt noch eine Synagoge des Satans. Also in dir drin gibt es eine Bewegung, gibt es Menschen, die behaupten, zu dir zu gehören, aber eigentlich beten sie den Teufel an. Wir schauen uns mal die nächste Gemeinde an. Nach der Gemeinde Smyrna, Offenbarung 2, Vers 13, lesen wir über die Gemeinde Pergamon. Und Pergamon ist die nächste Gemeinde, also von 313 bis 538, so wird sie immer datiert von den Theologen, 313 bis 538. Wir schauen dort mal hinein und lesen mal, was wir dort finden. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinen Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da
wo der Satan wohnt. Was wir hier sehen, ist die Beschreibung der Gemeinde Pergamon, also die Gemeinde von 313 bis 538 nach Christus. Nun, hier wird sie nicht mehr genannt die Synagoge des Satans, sondern hier heißt es, hier ist der Thron Satans, hier wohnt der Teufel. Nun, warum? Was war denn da? Was ist passiert in dieser Zeit? Nun, in der ersten Gemeinde hieß es noch, oder in der zweiten, in Smyrna, es war eine Synagoge, ein Anbetungsort Satans. Was ist aber anders an der Gemeinde Pergamon, denn es heißt, hier ist der Thron Satans? Nun, der Thron Satans, der Unterschied zwischen der Synagoge und dem Thron ist ja, das eine ist ein geistliches, ein kirchliches Gebäude, eine kirchliche Regierung, eine Synagoge. Auf der anderen Seite, der Thron, das ist etwas Staatliches. Nun, tatsächlich hat sich das Kirchenbild hier verändert. Von einer Anbetungsstätte wurde es tatsächlich zu einer Art Staatskirche in diesen Jahren, zwischen 313 und 538, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Kaiser Konstantin damals, zur großen konstantinischen Wende um 330, damals Staat und Kirche zusammengeführt hat. Nun, in dieser Zeit heißt es, die Gemeinde ist jetzt da, wo der Thron Satans ist. Das ist schon eine Warnung. Und es wird hier geschrieben von einer Person, die den Glauben noch festhält. Es war Antipas, der treue Zeuge, so wird er genannt, der aber getötet wurde in dieser Zeit. Nun, wer ist eigentlich Antipas? In der ganzen Bibel finden wir ihn nirgends. Und in der Kirchengeschichte gibt es nur so ein paar vage Vermutungen, dass es mal jemand war, der in Pergamon den Märtyrertod gestorben ist. Aber wenig wissen wir davon. Dennoch sagen die Theologen heute, Antipas ist eine ganz besondere Person. Denn Antipas ist so in der Bibel gar nicht weiter vorhanden. Wir sehen ihn da nicht. Aber was dort damals passiert ist, ist interessant. Denn Antipas ist sozusagen der Gegner oder gegen etwas. Eine Gegenbewegung ist gestartet. Gegen was denn? Antipas. Gegen was wurde hier eine Gegenbewegung initiiert? Nun, es war genau die Zeit, als der Bischof von Rom sich damals zum Papst erhob. Also der Bischof von Rom wollte höher sein als alle anderen Ältesten, zum Beispiel in Jerusalem oder in Alexandrien oder in Thessaloniki. Er wollte sozusagen das Haupt der Bischöfe sein und machte sich selbst zum Papst. Das stieß aber bei den Christen auf Ablehnung und sie starteten so eine Art Gegenbewegung. Aber sie wurden unterdrückt, sie wurden umgebracht und der Bischof von Rom machte sich selbst zum Papst. Und so kam es, dass 538 nach Christus, nachdem alle seine Widersacher ausgelöscht worden sind, die große arianische Frage, dass er selbst mit Staatsmacht verbunden jetzt plötzlich auf dem Thron saß. Interessanterweise, woher bekam das Tier eigentlich seine Macht? Naja, vom Drachen, vom Teufel. Wir lesen mal den nächsten Vers in Offenbarung 13, Vers 3. Denn hier heißt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Also dieses Tier hatten wir gesehen, das kam da aus dem Meer, also es entstand im Völkermeer und es hatte diese sieben Köpfe. Es sah aus wie ein Tier aus Daniel 7, so eine Chimäre. Und jetzt heißt es, einer von seinen Köpfen war wie zu Tode verwundet, aber die Wunde wurde wieder geheilt und die ganze Welt wunderte sich darüber. Nun, wann wurde denn dieses Tier tödlich verwundet? Also wenn es tödlich verwundet wird, dann ist es eigentlich tot. Aber es wurde wieder geheilt. Wurde denn dieses Tier jemals getötet und kam wieder hervor? Ja, das ist passiert. Die Welt wunderte sich darüber. Tatsächlich, die Zeit des Papsttums, also dieses Tieres, dieses Systems zwischen Religion und Staat, diese Verbindung, die kam tatsächlich von 538, als der Papst Staatsmacht bekam, bis zum Jahr 1798, als der Papst abgesetzt wurde, als damals, wir hatten es schon gesehen, General Berthier den Papst absetzte und den Vatikan auflöste und dieses Tier eigentlich nicht mehr existent war. Es war eigentlich tot. Der Vatikanstaat war aufgelöst. Nun, im nächsten Vers, in Offenbarung 13, Vers 4, lesen wir, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Interessanterweise steht hier, wer den Drachen anbetet, der dem Tier Vollmacht gegeben hat, und wer das Tier anbetet, das die Vollmacht bekommen hat, eigentlich beten sie die gleichen an. Wer das Tier anbetet, betet den Drachen an. Wer den Drachen anbetet, betet das Tier an. Das Tier, also dieses System, scheint sehr verbunden zu sein mit dem Teufel.
Sie sagen, es ist unglaublich stark, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also wer kann gegen dieses Tier vorgehen? Und wir erinnern uns, tatsächlich, so war es. Im finsteren Mittelalter konnte niemand gegen dieses Tier, gegen dieses Staatsreligionssystem vorgehen. Diese Staatskirche war so stark, dass sie sogar Königen befehligte. Der Papst war so etwas wie das Haupt der Könige und Kaiser. Der Papst sagte und die Könige taten. Nun, es bekam die Macht vom Drachen. Und wer den Drachen anbetet, betet das Tier an. Wer das Tier anbetet, betet den Drachen an. Interessanterweise, ich bin im Vatikan gewesen und ich habe mich da mal umgeguckt. Und was man da ganz häufig findet im Vatikan, ist dieses Symbol. Man findet diese Symbole der Drachen überall. Das hier zum Beispiel, das ist das Wappen von Gregor dem 13. Gregor der 13., das war ein Papst. Oben sehen wir die Tiara, daneben diese beiden Schlüssel und unten den Drachen. Hier der goldene Drache auf rotem Grund. Also kann es sein, dass tatsächlich dieses Tier mit dem Drachen so verbunden ist, wie die Bibel sagt, der Drache gab dem Tier die Vollmacht. Es heißt hier, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Also es bekam ein Maul, es redete große Lästerung und genau das haben wir schon über das kleine Horn in Daniel 7 gelesen. Auch da das Papsttum, es lästerte, es machte sich selbst zu Gott. Lästerworte? Nun, wie lange? 42 Monate. Wie lange sind 42 Monate? 42 Monate entsprechen genau dem Zeitraum von 3,5 Jahren oder den 1260 Tagen. Diese Zeit kennen wir schon, die Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche, die Vorherrschaft des Papsttums. Und jetzt heißt es hier, dass es lästert. Was genau ist eigentlich Lästerung? Wir sahen das ja bereits in Daniel 7, dass dieses Tier oder dieses kleine Horn Lästerung ausstieß. Was genau waren diese Lästerungen? Was sind denn Lästerungen? Nun, das griechische Wort für Lästerung ist Blasphemia. Und wir schauen mal in die Bibel und fragen mal die Pharisäer, was denn Blasphemia ist. Was ist Blasphemie? Was ist diese Lästerung? Die Pharisäer müssen es ja wissen. Wir fragen sie mal. Zur Zeit, als Christus damals gepredigt hatte, als Christus auf Erden war, da hatten sie ihm Lästerung vorgeworfen. Und es heißt hier in Markus 2, Vers 7, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Also die Lästerung hier war scheinbar, dass Christus gesagt hat, ich vergebe dir die Sünden. Also Christus behauptet, Sünden vergeben zu können. Nun, entweder ist Christus ein Lästerer oder er kann das wirklich. Er ist wirklich Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Es wird hier Lästerung, Blasphemia genannt. Also eine Sache ist, wenn ein Mensch behauptet, die Sünden vergeben zu können. Schauen wir uns mal das Zweite an. Johannes 10, Vers 33. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das Zweite, was sie Christus vorwarfen, ist, er, der doch ein Mensch ist, macht sich selbst zu Gott. Also entweder hat Christus gelästert, Blasphemie, dem er ein Mensch war und sagt, ich bin Gott, oder er ist tatsächlich Mensch und Gott zusammen. Was ist nun Lästerung? Laut diesen Aussagen der Pharisäer, einmal, wenn ein Mensch behauptet, die Sünden vergeben zu können, und das andere Mal, wenn ein Mensch sich selbst zu Gott macht. Nun, behauptet der Papst, er kann Sünden vergeben? Oh ja. Der Papst kann Menschen heilig sprechen, kann Menschen aus dem Fegefeuer, wie er sagt, in den Himmel hineinberufen. Er hat die Schlüssel des Himmels. Er kann Sünden vergeben. Er kann den Himmel aufschließen und zuschließen. Aber macht er sich auch selbst zu Gott? Behauptet er selbst, Gott zu sein oder gottgleich zu sein, Gottes Stellvertreter zu sein? Ja, und sogar noch viel, viel schlimmer. Christus hatte damals gewarnt, wie wir niemanden auf dieser Welt nennen sollen. Und er sprach hier zu seinen Jüngern, und wir lesen das im Matthäusevangelium, in Matthäus 23, Vers 9. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Nun meinte Christus, dass ich zu meinem Papa nicht Papa sagen darf? Nein, das meinte er gewiss nicht. Er wollte nicht, dass wir jemanden auf dieser Erde heiligen Vater betiteln, also den Vater, der über uns steht, der uns gemacht hat. So sollen wir niemanden auf Erden betiteln, denn diese Ehre gebührt Gott dem Herrn. Das hat Jesus gemeint.
Nun lässt sich der Papst Vater nennen, sogar Heiliger Vater? Ja, genau das macht er. Das ist sein Anspruch. Sogar in den Nachrichten heute sehen wir, wenn der Papst reist, heißt der Heilige Vater ist jetzt da und da, der Heilige Vater ist jetzt hier und dort. Aber genau so hat Christus gesagt, so sollen wir niemanden auf Erden bezeichnen. Und was der Papst macht, ich will euch das mal zeigen, ich habe hier ein Bild aus den Nachrichten. Hier sehen wir, wie der Papst sich abbilden lässt. Wir sehen hier den Papst auf einem großen weißen Thron sitzen. Links und rechts neben ihm zwei Cherubim und drumherum vier lebendige Wesen. Und genau dieses Bild kennen wir aus der Offenbarung 4, Vers 6. Diese vier lebendigen Wesen um den Thron rum. Und auch Gott wird in der Bibel auf dem großen weißen Thron beschrieben. Links und rechts neben ihm stehen die beiden Cherubim. Nun, es sieht das so aus, als wenn sich der Papst etwas anmaßt, was er nicht ist. Er gibt sich als etwas Großes aus. Er gibt sich aus als der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Und das hätten die Pharisäer auch verurteilt. Aber das ist genau das, was wir heute sehen. Gehen wir mal in Offenbarung 13 weiter. Offenbarung 13, Vers 6. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. In der Tat kennen wir das aus der Geschichte. Der Papst oder das Papsttum hatte tatsächlich im Mittelalter und in der Zeit seiner Vorherrschaft, in diesen 1260 Jahren, Vollmacht über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Und es sollte Krieg führen mit den Heiligen und sie sogar überwinden. Und das tat es in dieser Zeit. Die Menschen in Europa, die Gott treu sein wollten, wurden überwunden von diesem Tier, von dem Papsttum, das sie angriff. Und sie mussten sich verstecken, sie flohen in viele abgelegene Orte, viele flohen in die Alpen, die Waldenser zum Beispiel. Wir hatten ihre Geschichte schon ganz kurz angeschaut. In dieser Zeit war das Papsttum überaus mächtig und es verbot unter anderem auch die Heilige Schrift, die Bibel zu lesen, die Bibel zu besitzen. Das war die Zeit der römischen Inquisition. Als diese Glaubenspolizei eingesetzt wurde, um all diejenigen zu verhaften, die Gott treu sind, die ihr Leben auf die Bibel bauen, die dem Papst nicht folgen. Eine schlimme Zeit war es und tatsächlich, der Papst regierte damals Europa. Wir gehen mal weiter in Offenbarung 13, lesen Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, vor Grundlegung der Welt an. Tatsächlich heißt es hier, dass alle es anbeten werden. Also alle werden diesem Tier folgen, es sei denn, sie sind geschrieben im Lebensbuch des Lammes. Also entweder sie gehören dazu oder sie gehören zu Christus. Eins von beiden. Diese Zeit wird kommen, aber diese Zeit war auch schon. Wir haben so etwas schon mal gesehen, so etwas Ähnliches im Kleinen, eben in der Zeit der päpstlichen Vorherrschaft. Auch dort wurden kuriose Gottesdienste eingeführt. Heidentum wurde in die Kirche mit integriert, damit vermischt und die Menschen beteten es an. Seltsame Züge wurden gemacht, Prozessionen, Dinge wurden verherrlicht und als heilig erklärt. Knochen, Schädel, Finger, irgendwelche Splitter vom Kreuz und die Leute sollten es anbeten. Die wurden durch Städte getragen und die Menschen gingen hinterher. Aber das ist tiefstes Heidentum. So etwas kennen wir aus der Bibel nicht. Und doch heißt es eines Tages, alle Menschen werden es anbeten, es sei denn, sie gehören zu Christus. Es wird einen Tag dieser Entscheidung geben. Lesen wir mal den nächsten Vers. Offenbarung 13, Vers 9 und Vers 10 dazu. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, wird er getötet werden. Tatsächlich hat der Papst Menschen getötet? Menschen ins Gefängnis gebracht? Nun ja, in seiner Herrschaftszeit mindestens, wie die Wissenschaftler heute sagen, mindestens 100 Millionen Menschen, die getötet worden sind unter seiner Herrschaft. Wer
ins Gefängnis bringt, geht ins Gefängnis. Wer mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert getötet werden. Nun, was ist passiert? Tatsächlich, wenn wir die Geschichte des Papsttums angucken, viele, viele Menschen wurden getötet unter päpstlicher Herrschaft und viele, viele Menschen gingen ins Gefängnis. Zum Beispiel die Waldenser, zum Beispiel sehen wir hier auf einem Bild die Verbrennung von Jan Hus, dem böhmischen Reformator, und viele, viele andere. Wir denken an die Hexenverbrennung, die Kreuzzüge, die Inquisition. Viel, viel Leid kam über diese Welt. Aber wer in Gefangenschaft führt, der wird in Gefangenschaft geführt werden. Und wer tötet, der wird getötet werden. Und tatsächlich ist es eingetreten. Es war das Jahr 1798, als damals Napoleon über Europa herrschte und als Napoleon in den Vatikan zog, und es war ja nicht selber, es war sein General Berthier, er zog in den Vatikan und hat den Papst damals abgesetzt. Papst Pius VI. Wurde in die Gefangenschaft geführt. Er brachte in die Gefangenschaft und er wurde in die Gefangenschaft geführt. Er tötete Menschen und dort im Exil sollte er auch sterben. Das Wort Gottes ging in Erfüllung. Der Vatikan wurde aufgelöst. Und das war im Jahr 1798. Die große Vorherrschaft, diese dunkle Zeit, war vorbei. 1798. Und dann heißt es hier in der Bibel in Offenbarung 13, Vers 11, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Zu dieser Zeit also sieht Johannes jetzt ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Nun, bis jetzt stiegen doch die Tiere alle aus dem Meer auf. Jetzt steigt hier ein Tier aus der Erde auf. Aus der Erde? Welches Tier kann das sein? Nun, das Meer war doch immer ein Symbol für die Völkermassen. Wir müssen aus Offenbarung 17, Vers 15 kennen. Die Meere, die Völkermeere, da kamen die Tiere bis jetzt immer her. Es gab Kriege, also Winde, und die einzelnen Reiche kamen hervor. Dieses Reich jetzt kommt aber aus der Erde. Also, wir hatten die Seen und die Wassermassen gesehen, das waren Völkerscharen. Wir hatten auch schon die Wüste gesehen, wohin die Frau fliehen musste, die Gemeinde. Das war unbewohntes Gebiet. Jetzt wird aber weder das Wasser noch die Wüste gezeigt, sondern jetzt heißt es die Erde. Nun, die Erde, das Land, gibt es dort auch Seen und Bäche und Flüsse und Teiche? Ja, das gibt es. Aber es sind nicht die Wassermassen wie das Meer. Es ist aber auch nicht unbewohnt wie die Wüste. Dort gibt es wohl Wasser, nur weniger. Also muss es ein Fleck auf der Welt sein, der spärlich besiedelt war, um 1798. Nun, wenn wir uns die Karte angucken, welche Welt wurde denn damals, was wurde denn damals gegründet, was kam denn damals hervor um diese Zeit? Es könnten ja mehrere Plätze sein. Australien könnte es sein, Sibirien, Grönland könnte es sein, es könnte Nordamerika sein, es könnten bestimmte Teile in Afrika sein, die spärlich besiedelt waren. Nun, was machte denn 1798 Geschichte? Was kam da hervor? Spärlich besiedelte Teil der Welt, der jetzt zu einem Reich werden sollte. Nun, wenn wir uns die Geschichte von Amerika, von Nordamerika angucken, genau genommen von der USA, finden wir hier Erstaunliches. Hier mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was damals passierte. 1776 erklärte die USA ihre Unabhängigkeit. Und 1783 haben auch tatsächlich außer Frankreich alle anderen Staaten die USA als unabhängig anerkannt. 1787 erließ die USA ihre Verfassung, die 91 nochmal ergänzt wurde. Und 1798 erkennt jetzt sogar Frankreich die Unabhängigkeit der USA an und damit ist die USA überall anerkannt als unabhängiger Staat. 1798. Damals noch spärlich besiedelt, aber jetzt sollten sie zu einer Weltmacht werden, zu einem nächsten großen Reich. So wie es auch Babylon war oder Medo-Persien, Griechenland und Rom, oder das Papsttum, damals lange Zeit im Mittelalter. Jetzt soll die USA das nächste große Weltreich werden. Schau mal hinein. Es heißt hier, dieses Tier, das aus der Erde hervorkam, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Nun, Hörner wie ein Lamm, redete wie ein Drache, derer waren es zwei Hörner. Was waren diese Hörner? Nun, Hörner standen ja immer für Könige, Königreiche oder Mächte. Nun, dieses Tier, das da scheinbar Ähnlichkeit hatte mit einem Lamm, oder zumindest Hörner hatte wie ein Lamm, aber gleichzeitig redet wie ein Drache, also wie der Teufel. Was meint das? Die USA wird so dargestellt. Warum hatten die zwei Hörner? Was hat denn die USA gemacht? Nun, man muss sich vorstellen, die USA kam damals, oder die Pilgerväter, sie kamen ja aus Europa. Sie flohen ja vor der päpstlichen Herrschaft und sie flohen in die
USA und gründeten dort einen neuen Staat. Und die Verfassung wurde geschrieben und die wurde sehr gut geschrieben. Und dort wurden zwei Mächte voneinander getrennt. Zwei Hörner wurden aufgerichtet. Welche Mächte wurden getrennt? Sie trennten Staat und Kirche per Verfassung. Niemals dürfen Staat und Kirche zusammenkommen. Religiöse Unabhängigkeit, religiöse Freiheit war wichtig für die damaligen Pilgerväter. Denn nie wieder wollten sie, dass so eine Verfolgung hervorkommt, wie sie im Mittelalter in Europa passiert ist. Und sie wollten ihren Staat davon befreien und schrieben in ihre Verfassung, Staat und Kirche müssen getrennt sein. Und dann heißt es hier in Offenbarung 13, Vers 12, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Woher hatte das erste Tier nochmal seine Vollmacht? Das erste Tier war doch das Papsttum. Das Papsttum hatte seine Vollmacht vom Drachen. Und was war seine Vollmacht? Seine Vollmacht war, dass es über die Könige der Erde regierte. Jetzt heißt es aber, dass dieses zweite Tier, das Tier aus der Erde, also die USA, alle Vollmacht des ersten Tieres des Papsttums ausübt. Also macht sich die USA sozusagen zum König über die Könige der Erde. Und es bewirkt, und das ist sonderbar, hier steht, es bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Nun, das erste Tier war das Papsttum. Die Todeswunde war geheilt wann? Wann bekam der Vatikanstaat wieder einen eigenen Staat? Das war 1929. Der Vatikan war wieder da, die Todeswunde war geheilt. Das Tier ist da, denn es heißt hier, vor den Augen des ersten Tieres. Also während das zweite Tier da ist, ist das erste Tier immer noch da. Die Todeswunde ist wieder geheilt. Also wir sind nach 1929. Jetzt versucht dieses zweite Tier, die USA, also dass die Menschen das erste Tier anbeten, das Papsttum, das ist doch sonderbar. Ich meine, die USA ist eine urprotestantische Nation. Die haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, irgendwie Staat und Kirche zusammenzubekommen oder aber irgendwie dem Papst zu folgen. Warum sollte dieser Staat die ganze Erde dazu bringen, dass sie das Tier anbeten? Nun, noch vor 30, 40, 50 Jahren haben die Menschen gesagt, naja, das ist irgendwie ein bisschen sonderbar, dieser Vers in der Offenbarung. Niemals werden US-amerikanische Leiter, Präsidenten irgendwie mit dem Papst korrespondieren oder zusammenkommen. Aber heute wissen wir, dass zum Beispiel hier auf dem Bild zu sehen, das ist der Ex-Präsident Barack Obama mit seiner Frau Michelle, sie stehen hier vor Benedikt dem 16., also dem ehemaligen Kardinal Ratzinger. Sie machen einen Papstbesuch und sowas passiert ganz, ganz häufig heute, dass Präsidenten oder Abgesandte der einzelnen Staaten eine Audienz beim Papst bekommen und dorthin gehen, um was auch immer dort zu besprechen. Immer mehr Präsidenten aller Länder versammeln sich beim Papst. Was machen die da? Warum gehen sie dahin? Und sogar in Deutschland. Unser Präsident nicht, aber zumindest unser Dritte im Staat, unser Kanzler. Unser Kanzler war auch schon beim Papst, Papstaudienzen gehabt. Es passiert heute ständig, dass die Präsidenten und die Machthaber der Völker in den Vatikan fliegen, um dort irgendwas zu besprechen. Kurioserweise war der Präsident, der nach Barack Obama aufkommt, den kennen wir alle, es ist Donald Trump gewesen. Donald Trump regiert nun die USA und er hat was ganz Interessantes erzählt bei seiner Eröffnungsrede, als er in sein Amt kam. Er sagte, er hat ein großes Ziel. Und abgesehen davon, dass er sagt, America shall be first, also sollen wieder aufgebaut werden, da sagt er auch, dass er eine Mauer bauen möchte nach Mexiko und er hat gesagt, er möchte gerne Staat und Kirche wieder zusammenführen. Und den Staat und Kirche zusammenführen, das geht doch gar nicht. Also das hat noch nie einer versucht in den USA und das darf man doch auch per Verfassung gar nicht. Aber sein Ziel ist es, Staat und Kirche zusammenzukriegen. Naja, er hat halt viele Wähler, die kirchlich verankert sind. Und seine Idee ist jetzt, wenn wir das zusammenkriegen, dann ist vielleicht meine Macht dadurch gestärkt. Und vielleicht sind es auch gar keine bösen Motive, die er hat. Aber die Idee, in den USA Staat und Kirche zusammenzuführen, ist doch schon sehr, sehr sonderbar. Wenn er das wirklich schafft, wird einiges in Erfüllung gehen, was wir jetzt gleich lesen. Offenbarung 13, Vers 13. Und es, also dieses zweite Tier, tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen.
Nun, wenn wir das hier lesen, viele Menschen denken, oh, das sind bestimmt die Raketen und die Bomben. Amerika oder die USA, muss man sagen, führt so viele Kämpfe weltweit, sind so viele Kriege verwickelt. Keine Nation hat in ihrer ganzen Geschichte mehr Kriege geführt als die USA. Nun, sind es die Raketen, sind es die Bomben? Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Denn die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Und wir müssen uns überlegen, ist schon mal irgendwo in der Bibel Feuer vom Himmel gefallen? In der Tat, es passierte zum Beispiel an Pfingsten. Wir lesen die Geschichte in Apostelgeschichte 2, Vers 3 und 4. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Also damals, was Pfingsten passiert ist, da hieß es, Feuer fiel auch vom Himmel auf die Jünger und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Nun, wenn die USA das schafft, irgendwie eine Bewegung zu initiieren, die genauso aussieht, Feuer fällt vom Himmel, eine Art Geist kommt in die Menschen, dass sie anfangen, das erste Tier anzubeten, das wäre interessant. Gibt es sowas? Also gibt es so eine Bewegung in den USA, die sich darauf fokussiert und spezialisiert, dass der Heilige Geist in die Menschen fällt? Sowas gibt es. Wir nennen das die charismatische Bewegung oder auch die Pfingstbewegung. Das ist eine Bewegung, die sehr stark involviert ist in diese große ökumenische Bewegung. Also es wird versucht, all die Gemeinden, all die Kirchen zusammenzuziehen. Und diese Bewegung ist was ganz Besonderes, denn es passieren kuriose Dinge dort. Es heißt, der Geist Gottes soll auf die Menschen fallen. Und so wird der Geist Gottes sozusagen gebeten, fall auf diese Menschen, fall auf uns. Und was man dann sieht in diesen Menschen, die dort mitmachen bei diesen großen Anbetungszeremonien, sie fangen an plötzlich zu lachen oder sie fangen an umzufallen. Manche rollen auf der Erde, einige nässen sich ein. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Menschen schreien da durcheinander, aber Gott sagt, er ist ein Gott der Ordnung. Und was wir dort sehen, ist alles andere als ein Gottesdienst, wie wir ihn aus der Bibel kennen. Alles andere als ein Gottesdienst in Ordnung und Anbetung. Menschen schreien wild durcheinander, verrückte Dinge passieren dort. Aber diese Bewegung gewinnt viele Anhänger und mit seltsamer Musik, neuen Dingen, versuchen sie in alle Kirchen hineinzukommen. Und tatsächlich, alle Kirchen heute sind irgendwie involviert mit dieser Idee. Sie kommt hinein in die Gemeinden, zum Beispiel damals, ich komme aus der evangelisch-lutherischen Kirche ursprünglich. Und damals, als ich noch in der Leitungsfunktion dort war, da sind auch viele verschiedene Dinge in unsere Kirche hineingekommen. Wir sollten zum Beispiel unsere Lieder verändern, weil es hieß, die Jugend mag unsere Lieder nicht mehr. Nun, unsere Lieder sollen so altmodisch sein. Aber sind unsere Lieder altmodisch? Ich meine, wenn ich an das Lied von Martin Luther denke, ein feste Burg ist unser Gott. Dieses Lied war sogar für meinen Urgroßvater ein sehr, sehr altes Lied. Das war altmodisch und trotzdem hat das gesungen. Und meine Großeltern auch und meine Eltern auch. Ich auch und die Generation nach mir wohl auch. Dieses Lied ist kein altmodisches Lied. Dennoch hieß es ja, die Lieder, die sind so alt, wir müssen alles neu machen. Wir müssen die Jugend mehr da erreichen, wo sie sind. Und es wurde eine Art Popmusik gemacht. Also neuartige Musik mit mehr oder weniger christlichen Texten, die in die Gemeinden hineinkamen, aber die viel Unheil angerichtet haben. Auch die Art und Weise der Anbetung wurde verändert. So hat man uns zum Beispiel damals gesagt, als ich noch Vorsteher der evangelischen Kirche war, wir sollen versuchen, unsere Anbetungszeremonie ein bisschen zu verändern. Wir sollen mehr so meditative Gebete machen und es wäre gut, wenn auch Yoga-Lehrer eingeladen werden, die uns dabei unterstützen und die würden sogar von der Kirche, von der Kirchenleitung gestellt werden, damit wir gemeinsam anbeten können. Yoga-Lehrer in der christlichen Kirche, die haben doch da nichts zu suchen. Das ist doch eine ganz andere Art der Anbetung. Das ist doch Heidentum. Aber sowas zog in die Gemeinden ein und sowas sehen wir auch heute in dieser Bewegung. Und viele, viele Christen in allen Kirchen erleben das und viele sind darüber sehr unglücklich, was in ihren Kirchen passiert. Die gute Anbetung, das Gute, was wir hatten, die Bibel, auch das wird in den Hintergrund gerückt und neuartige Dinge kommen hervor, die gar nicht das bewirken, was sie bewirken sollen. Das heißt, viele Menschen kommen dann in die Kirchen, aber das tun sie nicht. Und wenn es passiert, dann kommen Menschen in die Kirchen, die Christus gar nicht ihr Herz gegeben haben. Aber diese große Bewegung kann man weltweit wahrnehmen und sie setzt sich überall durch. Dann heißt es hier in Offenbarung 13, Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Ein Bild sollen sie ihm machen. Nun, wir haben gerade gesehen, dass diese seltsame Bewegung, diese charismatische Bewegung, diese Pfingstbewegung in den USA aufkommt und von da aus in die ganze Welt geht.
Also die Kirchen werden alle irgendwie beeinflusst. Aber jetzt heißt es hier, dass es Zeichen macht vor dem Tier und dass jetzt alle, die auf Erden wohnen, dazu beeinflusst werden, dass sie dem ersten Tier, also dem Papsttum, ein Bild machen sollen. Was ist damit gemeint? Ein Bild. Die USA versucht jetzt also, die Welt dazu zu bewegen, dass ein Bild des ersten Tieres des Papsttums gemacht wird. Wo wurde schon mal ein Bild gemacht? Wir lesen 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Hier sagte Gott, lasst uns ein Bild machen, Menschen in unserem Bilde. Also der Mensch wurde gemacht, der Mensch war nicht Gott, der Mensch wurde nur in Gottes Bild gemacht. Sollte das Ebenbild Gottes sein. Auch hier, wenn die USA sagt, lasst uns ein Bild machen des ersten Tieres, dann bauen sie nicht das Papsttum wieder auf, sondern sie bauen etwas, was genauso aussieht wie die alte Staatskirche des Papsttums. Also es sieht so aus, als würde wieder eine Staatskirche gebaut werden. Also ein Bild dessen, was es damals schon gab. Es ist nicht das Papsttum, es ist ein Bild dieses Papsttums. Wo wurden eigentlich Bilder zur Anbetung in der Bibel gemacht? Nun, wir kennen zum Beispiel das Bild des goldenen Kalbes. Das hatten sie damals in der Wüste gemacht. Und wenn wir uns diese Geschichte genau angucken, was damals passiert ist, ist es doch hochinteressant. Das goldene Kalb wurde gebaut aus den Ohrringen der Leute. Das, wonach ihnen die Ohren juckten, könnte man sagen. Aus diesem Gold haben sie ihren Götzen gebaut. Und dann sind sie drumherum getanzt und haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Nun, als Mose das sah, hat er die Steintafeln zerschmissen, die das Gesetz waren. Ein interessantes Symbol. Das Gesetz Gottes zerbricht, wenn die Menschen anfangen, seinen falschen Gott anzubeten und diesen Götzen anzubeten. Das Bild, das sie sich selbst gemacht haben, ihren eigenen Gott. So soll Gott sein, haben sie gesagt. Und den wollten sie anbeten. Und den Gott haben sie so gestaltet, wie sie es wollten, aber nicht so, wie Gott wirklich ist. Interessanterweise kommt da noch etwas zu. Wenn wir diese Geschichte lesen, es war ja damals so, dass Mose und Josua oben auf diesem Berg waren. Und als sie herunterkamen, sagte Josua, ich höre Kriegslärm im Lager. Und Mose sagte, nein, nein, Moment. Das ist kein Kriegslärm. Das hat einen Rhythmus. Das ist ein Gesang. Was Josua für Kriegslärm hielt, hat Mose als Gesang identifiziert. Warum konnte Mose das? Nun, Mose war ein ägyptischer Prinz. Er kannte die Tempelgesänge in Ägypten. Er wusste über die Gottesdienstordnung in Ägypten, im Heidentum. Und er erkennt jetzt, dass Israel was ganz Ähnliches macht. Die beiden eilen vom Berg runter und sie sehen, was passiert ist. Sie haben ihren eigenen Gottesdienst, ihren eigenen Gott gebaut, eine fremdartige Musik hineingebracht und eine völlig falsche Anbetung praktiziert. Gesetzestafeln werden zerbrochen. Und so sieht man hier die Verbindung zwischen dieser Musik, die hineinkommt, und diesem Götzen, den sie sich selbst machen, die Menschen. Es gab aber noch ein Bild, das gemacht worden ist. Und auch das gucken wir uns mal an. Denn im Buch Daniel, im Kapitel 3, finden wir, dass auch dort ein großes goldenes Standbild gemacht werden sollte zur Anbetung. Die Menschen sollten es anbeten und alle sollten davor niederfallen. Nun, alle? Wer sollte genau davor niederfallen? Es waren alle politischen Führer. Ein Bild zur Anbetung wurde gebaut und alle politischen Führer aus allen Provinzen damals sollten kommen und es anbeten. Und wenn einer nicht anbetet, so sollte er getötet werden. Nun, das ist die Geschichte von den drei Freunden von Daniel. Diese drei hatten nicht angebetet und dafür sollten sie getötet werden. Diese Geschichte ist sehr interessant, weil sie zeigt, was in den letzten Tagen passieren wird. Ein Bild wird aufgerichtet und alle politischen Führer sollen dieses Bild anbeten. Und wer nicht mitmacht, wird umgebracht werden, in den feurigen Ofen geschmissen werden. Nun, das wird sich erfüllen in den letzten Tagen. Dieses seltsame Tier, das da angebetet werden soll, kommt daraus hervor, dass sich Staat mit Kirche vereint. Dann haben wir dieses Tier, dieses Bild des Tieres. Nun, wie wird dieses Bild des Tieres überhaupt gemacht, Staat und Kirche zusammen? Also wie wird eigentlich diese Ökumene geschürt, dass man die ganzen Kirchen versammeln kann, sie später politischen Einfluss nehmen und plötzlich eine Art Staatskirche wieder aufbauen? Interessanterweise auch durch Musik unter anderem. Damals hat die Musik da bewirkt, dass die Leute anbeteten. Sowohl das goldene Kalb als auch, das können wir ganz deutlich sehen, dieses Bild, das damals in Babylon gebaut wurde. Dieses Bild
wurde angebetet und es werden mehrmals nacheinander die ganzen Instrumente genannt, die spielten, wenn die Leute anbeten sollten. Und ich glaube, sowas passiert gerade heute in der Welt. Viel Musik wird verändert in den einzelnen Gemeinden, in allen Kirchen. Neue Anbetungsmusik kommt hervor und die ist relativ die gleiche überall auf der Welt. In all den verschiedenen Religionen, auch Konfessionen, wird die gleiche Musik gespielt. Eine Musik zur Anbetung wird sie genannt und das zieht die Leute zusammen. Und während biblische Wahrheiten und solche Dinge verworfen werden, wird hauptsächlich dieses Gemeinschaftsgefühl und hauptsächlich die gleiche Musik in den Vordergrund gestellt. Nun, was passiert dann? Wir lesen Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Dem Bild des Tieres wurde ein Geist verliehen und dann fängt das Bild an, plötzlich zu handeln. Es redet und es bewirkt, dass alle umgebracht werden, die nicht mitmachen bei der Anbetung. Ist doch interessant, oder? Wenn wir das Bild am Anfang uns angucken, als Gott den Menschen in seinem Ebenbilde machte, da gab er ihm auch einen Geist. Und dieser Geist bewirkte, dass Adam plötzlich handeln konnte. Er war plötzlich frei zu agieren. Nun, was wird passieren, wenn das Bild des Tieres jetzt einen Geist bekommt? Es wird plötzlich anfangen zu handeln. Es wird auch agieren. Nun, wie handelt denn ein Staat? Und ein Staat, der handelt durch Gesetze. Es werden also Gesetze erlassen, die die Menschen dazu verführen oder dazu nötigen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht getan hätten. Dieses Bild des Tieres wird also Gesetze erlassen und da bewirken, dass alle, die nicht mitmachen, getötet werden. Also ein Todeserlass. Wir lesen Offenbarung 13, Vers 16. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Was wir hier lesen, ein Mahlzeichen wird den Menschen gegeben von diesem Bild des Tieres, entweder auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Dieses berühmte Mahlzeichen des Tieres, ja, was ist das? Was ist dieses Mahlzeichen, das die Menschen bekommen? Sie bekommen ein Mahlzeichen. Wer dieses Mahlzeichen nicht hat, wird getötet. Um dieses Mahlzeichen zu verstehen, müssen wir verstehen, dass auch Gott so etwas Ähnliches hat. Gott hat ein Siegel, das er seinen Getreuen gibt. Gottes Siegel und das Mahlzeichen des Tieres stehen auf zwei unterschiedlichen Seiten. Wenn wir das Siegel Gottes verstehen, verstehen wir auch das Mahlzeichen des Tieres. Wir wollen einmal schauen, was das Siegel Gottes ist. Dazu gehen wir in Offenbarung 7 und lesen die Verse 2 bis 4. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Und was wir hier sehen, hier werden diese 144.000 dargestellt, und es heißt, sie sollen versiegelt werden an ihren Stirnen. Nun, wo finden wir diese 144.000 noch einmal? Die 144.000 tauchen noch einmal in der Bibel auf. Und da wollen wir mal hingehen, nämlich in Offenbarung 14. Offenbarung 14 werden sie auch genannt. Eben gerade in diesem Text haben wir gesehen, dass sie versiegelt werden an ihren Stirnen. Was genau tragen die 144.000 an ihren Stirnen? Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und was trugen die 144.000 an ihrer Stirn? Es war der Name Gottes. Also der Name Gottes, wofür steht der Name in der Bibel? Namen haben eine besondere Bedeutung. Namen werden immer zu einem besonderen Anlass gegeben. Die 144.000 trugen den Namen Gottes auf ihrer Stirn, das Siegel Gottes. Wir schauen uns mal ein paar Namensänderungen in der Bibel an. Zum Beispiel Abraham. Abrahams Name wurde geändert in Abraham. Sarai, ihr Name wurde geändert in Sarah. Und Jakobs Name wurde geändert in Israel. Aus Simon wurde Petrus
und Saulus ist zu Paulus geworden. Nun, was haben all diese Namensänderungen für Auswirkungen gehabt? Warum wurden die Namen geändert? Wann wurden diese Namen geändert? Nun, die Namen wurden geändert, als sich der Charakter der Menschen änderte. Aus Jakob wurde Israel, als sich sein Charakter änderte. Aus Saulus wurde Paulus, als eine Änderung stattgefunden hat. Also eine charakterliche Änderung. Dieser Name steht für ihren Charakter. Wenn der Name Gottes für den Charakter Gottes steht, ja, was hatten die 144.000 denn dann auf den Stirn geschrieben? Es war der Charakter Gottes. Wir lesen 3. Mose 11, Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Gott möchte, dass sein Volk geheiligt wird. Sein Volk soll heilig sein, denn Gott selbst ist heilig. Sie sollten seinen Charakter tragen. Wenn Gott heilig ist und sein Volk ist heilig, was ist eigentlich noch heilig? Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Gottes Gesetz ist heilig, Gott ist heilig. Es macht ja auch Sinn, denn das Gesetz beschreibt den Charakter Gottes. Und Gott möchte, dass auch sein Volk heilig ist. Also auch wir sollen das Gesetz im Herzen tragen oder seinen Charakter widerspiegeln. Das Gesetz ist ein Zeichen für uns. Wir lesen 2. Mose 13, Vers 9. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Herrn Gesetz in deinem Munde sei, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Also auch der Herr hat ein Siegel, ein Zeichen, das er uns geben möchte an die Stirn und an die Hand. Also auch hier ganz ähnlich wie das, was wir über das Malzeichen des Tieres gelesen haben. Auch das soll entweder an die Stirn oder an die Hand. Gottes Siegel soll sowohl an die Stirn als auch an die Hand. Nun, was ist dieses Merkzeichen? Es ist doch ganz interessant, dass hier in diesem Zusammenhang von dem Gesetz gesprochen wird. Und es heißt hier, über Gott, den Herrn, der dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Ja, wo taucht das auf? Im 5. Buch Mose 5 lesen wir diesen Zusammenhang mit dem 4. Gebot, dem Sabbatgesetz. Schauen wir uns mal den nächsten Text an in Hesekiel 20 und wir lesen Vers 12, Vers 19 und Vers 20. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Also, der Sabbat wird als Zeichen gedeutet hier. Die Sabbate Gottes sind Zeichen, damit man erkennt, dass wir zum Herrn gehören. Dafür sollen sie sein. Also Gott hat uns den Sabbat gegeben. Am Sabbat beten wir den Schöpfer an. Und der Schöpfer ist nur der eine lebendige Gott. Wir zeigen also dadurch, dass wir zu ihm gehören. Das Zeichen seines Volkes ist also das Zeichen Gottes, sein Siegel, der Sabbat. Wir hatten diese Zeichen ja schon gesehen, im Vortrag von Zeichen gezeichnet. Also das Siegel Gottes ist sein Ruhetag, ist sein Sabbat. Und wenn wir das wissen, ist es viel leichter für uns zu verstehen, was wohl das Malzeichen des Tieres ist. Denn wenn Gott seinen Ruhetag genommen hat als sein Zeichen, dann wird das Tier oder der Antichrist oder der, der gegen Christus ist, wahrscheinlich genau versuchen, dieses Zeichen zu verändern oder zu zerstören. Und das hat es auch tatsächlich versucht. Das Malzeichen des Tieres ist nichts anderes als die Heiligung des Sonntags. Nun, jetzt muss man sich fragen, Moment, die Sonntagsheiligung, das Malzeichen des Tieres. Es gibt so viele Menschen in der Welt, in allen Kirchen, die halten den Sonntag heilig. Tragen die dann alle das Malzeichen des Tieres? Nein. Das Malzeichen des Tieres ist zwar der Sonntag, aber noch nicht heute. Die meisten Menschen, die sich Christen nennen, die zu den christlichen Kirchen gehen, die meisten echte Christen in dieser Welt halten den Sonntag. Es ist heute noch nicht das Malzeichen des Tieres. Es wird das Malzeichen des Tieres, sobald ein Gesetz erlassen wird, das den Sonntag zur Heiligung erzwingt. Dann wird es das Malzeichen des Tieres sein. Aber schon heute wollen wir den rechten Ruhetag begehen. Schon heute wollen wir zeigen, dass wir Gottes Volk sind, indem wir seinen Sabbat weiterhin halten. Denn er ist gegeben um des Menschen willen schon in Eden und selbst im Himmel haben wir gesehen, werden wir den Sabbat halten. Eines Tages, wenn die Gesetze erlassen werden, wenn diese Sonntagsgesetze kommen, die in den USA erlassen werden, wie wir es gerade gesehen haben,
Wenn das passiert, dann wird der Sabbat zum Siegel Gottes und der Sonntag zum Mahlzeichen des Tieres. Und dann wird sich die Welt in zwei teilen. Einige, die Gott treu sind und seinen Sabbat halten, und andere, die das Tier, das Mahlzeichen des Tieres annehmen, aus verschiedenen Gründen. Wir werden gleich die Gründe sehen, warum Menschen trotzdem den Sonntag halten werden wollen. In Offenbarung 13, Vers 17 lesen wir: Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, es wird eine Zeit geben, wo wenn diese Gesetze erlassen sind, also wenn das Bild des Tieres aufgebaut wurde, also ein neues Staat-Kirche-System, so wie wir es aus dem Mittelalter kennen, es wird wieder aufgebaut. Wenn das aufgebaut wurde, dann wird es Gesetze erlassen. Und diese Gesetze werden alle zur Heiligung dieses Sonntages zwingen. Das werden wir in naher Zukunft sehen. Wenn das passiert, wird jeder, der nicht mitmacht bei der Anbetung dieses neuen religiösen Systems, dieser neuen Weltordnung oder wie es genannt wird, jeder, der nicht mitmacht, der wird zu leiden haben, zum Beispiel darunter, dass er nicht kaufen oder verkaufen kann. Und auch die Todesstrafe wurde ja schon angedroht. Nun, ist das überhaupt möglich? Also kann uns das in Deutschland passieren, dass wir nicht mehr kaufen und verkaufen können? Ich kann noch Handel treiben, oder nicht? Darf ich das denn nicht mehr? Sollte jemals ein Gesetz erlassen werden, das mich zwingt, meinen Handel einzustellen? Nun, solche Gesetze gibt es bereits und einige davon sind auch schon verabschiedet, aber sie greifen noch nicht auf die Menschen, die den Sabbat halten. Diese Gesetze kennen wir als Antiterrorgesetze. Nun, Antiterrorgesetz klingt erstmal gut, denn es soll die Menschen ja vor Terrorismus schützen. Also vor Terroristen, die die Menschen zu Feinden haben. Also Terroristen, die andere Menschen umbringen wollen. Terroristen, die Not und Elend bewirken. Klingt ja eigentlich gut, ein Antiterrorgesetz. Aber dieses Gesetz bewirkt zum Beispiel, dass jeder, der mit einem Terroristen Handel treibt, sich strafbar macht. Ein Terrorist darf nicht handeln, er darf nichts kaufen oder verkaufen. Und ich darf auch nicht mit ihm Handel treiben, denn ich mache mich selbst damit strafbar. Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese Gesetze, die gegeben sind, um Terroristen zu bekämpfen, werden jetzt angewandt auf andere Menschen. Zum Beispiel auf Fundamentalisten. Heute wird ja ganz oft das Wort in den Nachrichten Terrorist mit Fundamentalist gleichgesetzt. Also jemand, der ein bestimmtes Fundament hat. Nun stellen Sie sich vor, Ihr Fundament ist die Bibel. Und plötzlich sind Sie Fundamentalist, weil Sie, wie die Gemeinde Gottes, und wir hatten es ja schon gesehen, mit beiden Füßen fest auf dem Worte Gottes stehen. Dann sind Sie ein Fundamentalist. Wenn Sie jetzt mit einem Terroristen gleichgesetzt werden, dann greifen genau diese Gesetze auch auf Sie. Plötzlich dürfen wir nicht mehr verkaufen und verkaufen. Unsere Konten werden eingefroren, denn genau das passiert heute mit Terroristen. Nur Terroristen sind noch so eine bestimmte Gruppe von Menschen. Aber wenn diese bestimmte Gruppe erweitert wird und sämtliche Fundamentalisten mit hineingezogen werden, ein Fundamentalist ist ja nichts Negatives. Ein Fundamentalist ist jemand, der ein Fundament hat. Und das Fundament kann die Bibel sein. Wenn die jetzt alle mit hineingezogen werden, greifen plötzlich diese Gesetze auch auf diese Menschen. Und plötzlich dürfen auch wir nicht mehr kaufen und verkaufen. Die Welt wird uns hassen, weil wir der Bibel treu sind, obwohl der Rest der Welt in so einer neuen Weltreligion, in so einem neuen Weltethos oder in so einer neuen Bewegung drin ist, in einer neuen Weltordnung. Nun, die Bibel sagt, was dann passieren wird. Matthäus 20, Vers 21. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Nun, wir hatten ja gesehen, dass dieses Bild des Tieres bewirkt, dass alle getötet werden, die nicht mitmachen. Jetzt stellen Sie sich die Situation vor, dass Sie der Bibel trauen. Die Bibel ist für Sie das Wort Gottes und sie ist Ihr Fundament. Und Ihre Familie, Ihre Freunde gehören vielleicht nicht zu Christus. Sie sehen das, was Sie tun. Sie sind ein netter Mensch und Sie tun niemandem was Böses und das wissen Ihre Verwandten und Ihre Freunde auch. Aber Sie sagen, der Arme ist ja verführt, ist ja ein Fundamentalist, der glaubt ja wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich will ihm ja nicht schaden, ich will ihm helfen. Also zeige ich ihn lieber bei den Behörden an, vielleicht kommt er in so ein Umerziehungslager und da wird man ihm helfen. Und so werden wahrscheinlich viele Menschen, andere, die sie eigentlich sehr lieben, zum Tode ausliefern, ohne es wirklich böse zu meinen. Matthäus 10, Vers 22 sagt dann, und ihr werdet von jedermann gehasst sein,
um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das heißt, von jedem werden wir gehasst werden, weil die ganze Welt eins ist und das Volk Gottes auch einig ist. Und so gibt es nur diese zwei Gruppen. Entweder man gehört zum Volk Gottes oder man gehört zur Welt. Gehört man aber zum Volk Gottes, wird man wirklich von jedermann gehasst werden. Und es ist nichts, was uns komisch vorkommen muss. Denn auch Christus wurde gehasst und getötet. Seine Jünger wurden gehasst und getötet. Und so ist es, in unserer Generation wird es auch wieder so kommen. Menschen werden uns hassen dafür, dass wir Gott vertrauen, dafür, dass wir unser Leben auf die Bibel bauen, und sie werden versuchen, uns umzubringen. Aber Christus sagt in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Er sagt, habt keine Angst. Ja, in der Welt werdet ihr gehasst und die Welt kennt euch nicht und die Welt möchte euch umbringen. Aber habt keine Angst, denn ihr gehört zu mir und Christus hat schon den Tod überwunden. Und wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir in ihm auch schon den Tod überwunden und wir sind vom Leben zum Leben hindurchgedrungen. Es macht Sinn heute, sein Leben auf das Wort Gottes zu bauen, ihm zu vertrauen und Christus als den einzigen Weg anzunehmen. Wir wissen, es kommen noch schlimme Zeiten in Zukunft und wieder wird so ein Staatskirchensystem aufgebaut und wieder werden Menschen unterdrückt und wieder wird es Tote geben. Aber gerade in dieser Zeit möchte ich auf der Seite Jesu stehen und ich möchte mich heute darauf vorbereiten. Und wenn du das auch möchtest, dann lasst uns gemeinsam zu Gott beten und ihn bitten, dass er unser Herz vorbereitet, damit wir am Tag der Entscheidung auf der richtigen Seite stehen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns in deiner Bibel die Prophetie gibst und dass wir schon ein bisschen in die Zukunft gucken dürfen und sehen, was kommt. Herr, es ist manchmal erschreckend, was wir alles herausfinden und was auf uns zukommt. Aber wir möchten dich bitten, Herr, dass wenn diese Zeit eintritt und wenn das Bild des Tieres gebaut worden ist und es wieder ein Staatskirchensystem gibt, dass wir dann die Kraft haben, auf der richtigen Seite zu stehen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns schon heute vorbereitest und uns heute ganz fest mit dir verbindest, damit wir Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam wieder studieren konnten, dass wir wieder gemeinsam durch die Bibel gehen konnten und einige spannende Texte sehen konnten. Auch wieder herzliche Einladung zu unseren nächsten Vorträgen, denn es geht noch weiter. Wir werden noch ein paar spannende Dinge vor uns haben, noch uns auf interessante Forschungsreisen begeben und dazu auch herzliche Einladung und Gottes Segen.